Hallo Freunde, Servus und Grüß euch auf meinem bayerischen Kanal Sonjas Herzreisen vegan und roh. Ich mache heute mal wieder mit euch ein Rezept, wenn ihr Lust drauf habt. Und zwar heute mache ich mir gefüllte Paprikaschoten. Früher, als ich noch nicht Rohköstler war, da habe ich die Paprikaschoten immer mit Reis gefüllt, kann ich mich erinnern. Und ganz, ganz früher, in meiner Kindheit und Jugend, war da sogar Hackfleisch drin. Oh, darf gar nicht mehr dran denken, gell? Das kommt ja überhaupt nicht mehr in Frage für mich halt. Gell? Ihr wisst, dass ich vegan lebe und dass ich Rohkost mache. Und jetzt schauen wir mal heute, was ich mir halt einfallen lassen, womit ich heute meine Paprikaschoten fülle. Willst du mir zuschauen? Was ich zum Füllen von meinen zwei Paprikaschoten brauche, das seht ihr hier. Süßkartoffel, Karotte, gekeimter Buchweizen, wie man den Buchweizen so schön keimt, das zeige ich euch gleich. Dann Ingwer, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne und Wasser. Hier fehlen jetzt ein paar Zutaten, die habe ich nicht da, aber ich sage sie euch und verlinke sie euch noch in meiner Videobeschreibung. Es kommt noch hinein Zwiebel, Knoblauch, Petersilie, Rosmarin, Curry, Oregano, ja, das war's. Und Gewürze, wenn ihr da Salz oder Pfeffer reintun wollt oder noch was anderes, sehr gerne. Gell? Ich lebe salzfrei, ich brauche das alles nicht und ich brauche die Gewürze nicht. Sind sicher lecker, aber ich habe es jetzt gerade nicht da und deswegen tue ich sie auch nicht rein. So, für mein Rezept brauche ich einen gekeimten Buchweizen. Den muss man erstmal vorbereiten. Der Buchweizen schaut so aus. Und den tue ich erstmal in ein Glas. Menge egal. Und dann tun wir ein gereinigtes Wasser drauf. Und dann lassen wir den mindestens eine Stunde. Mindestens eine Stunde einweichen. Man kann den aber auch über Nacht einweichen, gell? Wenn der Buchweizen eine Stunde oder über Nacht eingeweicht worden ist, dann wird er gespült. Und zwar kannst du jetzt entweder den Buchweizen in so ein Sieb hineintun oder auch mit so einem Aufsatz spülen. Jetzt nehmen wir mal den Aufsatz. Also als erstes wird jetzt das ganze Geschleime da abgelassen. Und wenn es ausgetropft ist, muss immer der Wasser rein. Und der man so lang spülen, bis es aufgehört hat zu schleimen. Also das ist natürlich im Seier, denke ich, oder in so einem Sieb. Schaut mal, wie lange das dauert, gell? In so einem Gefäß. Da dauert schon sehr lang. Aber man kann das ja einfach auch da hinstellen, an den Rand. Einfach an den Rand hinstellen und dann läuft es von selber ab. Okay? Und dann einfach immer wieder Wasser nachgießen, bis es eben aufgehört hat zu schleimen. Und diese Prozedur, das heißt, das ist eigentlich voll tragisch. Dieses Spülen, das macht man früh und abends, früh und abends. Ungefähr 2 Tage, also insgesamt 4-mal. Und dann ist der Buchweizen schon fertig. Eigentlich kann man ihn am 2. Tag schon verwenden. Gell? Aber meistens warte ich halt nur einen Tag länger, damit man richtig schöne Sprösslein sieht. Gut, jetzt habt ihr es gesehen, das geht.
läuft es dann schon langsam das Wasser da raus. Gell? Dann braucht man nichts tun. Immer nur Wasser nachschütten, bis die Schleimerei aufgehört hat. Und dann stehen lassen einfach. Am dritten Tag sieht der Buchweizen ungefähr so aus, jetzt, was der für schöne lange Triebe hat. Den kann man natürlich auch einen Tag vorher schon hernehmen. Gell? So ganz so lang müssen die gar nicht sein. Oder auch am zweiten Tag schon. Also wenn man es zum Beispiel am Montag in der Früh einweicht, am Montagabend spült, am Dienstag früh und am Dienstagabend nochmal spült, dann könnte man es am Dienstagabend schon verwenden. Oder Dienstagmittag schon. Gell? Also ich habe es jetzt am Mittwoch früh verwendet. Also ich verwende jetzt nur einen Teil von der Süßkartoffel. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich keine Mengenangaben genannt habe. Alle Teile, die man dazu verwendet, kann man in ganz beliebig unterschiedlicher Menge verwenden. Je nachdem, ob man irgendwas besonders gern mag, dann tun wir halt mehr Karotten rein, wenn das das ist, oder mehr Süßkartoffel oder mehr Buchweizen. Je nachdem, gell? Von der Süßkartoffel schneide ich jetzt mal die Schale runter. Da so einen Schäler. Schneide die jetzt in kleine Würfel. Ihr könnt jetzt entweder euren Hochleistungsmixer verwenden. Ich versuche es jetzt heute mal mit dem Foodmatic, mir diese Füllung zu machen. Der hat 1 PS. Und jetzt nehme ich mal den größeren Becher, wahrscheinlich brauche ich nicht. Nein, den kleinen Becher. Denkt der recht. Gut. Und jetzt tun wir mal alle diese Sachen da in den Becher von dem Foodmatic rein. Die Karotten schäle ich nicht, gewaschen habe ich es natürlich. Weil ja unter den Schalen immer die meisten Vitamine enthalten sind. Ein bisschen kleiner machen. Den Buchweizen hinein. Und ein paar Kürbiskerne. Sonnenblumenkerne. Schön Wasser drauf. Ich benutze ja gerne als Gewürz von Vita Keim das Bio-Kräutergewürz. Und zwar ist da drinnen Sesam hell und schwarz gekeimt, Senf, Kräuter, 15%, Bärlauch, Dill, Schnittlauch, Sauerampfer, Vogelmiere, Brennnessel, Löwenzahn, Melisse. Schaut so aus. Duftet gut. So, schauen wir mal, was da draus wird. Die Paprika schneide ich der Länge nach auf.
Baby. Ein Baby ist da drin. Babypaprika, die isst man natürlich mit, gell? Ist ja klar. Nochmal Sauce. Die Soße die, oder die Füllung, die tun wir jetzt mixen. Die Menge des Wassers ist natürlich immer so eine Gefühlssache. Da müsst ihr schauen. Lieber vielleicht am Anfang ein bisschen weniger und dann was nachmachen. Schauen wir mal, ob ich es richtig erwischt habe. Ja, ein bisschen dicker hätte es schon sein können. Aber das macht nichts. Gell, schaut her, so ist die Konsistenz. Doch passt doch, oder? Ja, meine lieben Freunde, meine gefüllten Paprikaschoten sind fertig. Sind die nicht hübsch geworden? Toll. In 100% Rohkostqualität, Bio. Ich hoffe, ihr wollt das nachmachen. Das würde mich freuen. Und wenn ja, und wenn es euch gelungen ist oder auch nicht, egal, das dürft ihr mir gern in meine Kommentare unten reinschreiben. Ich finde, es schaut doch nett aus. Gell? Das Blatt da oben, das ist ein Basilikum. Gell? Man kann in der Rohkost oder in der veganen Küche alles möglich herumjonglieren und ausprobieren und weglassen und dazu tun, je nach Lust und Laune. Das ist doch wunderbar. Gell, meine Lieben, wünsche euch einen schönen Tag und einen guten Appetit. Macht es gut. Servus, für euch.